Hallo und herzlich willkommen beim Stream von Ark Survival Wolf. Das hat jetzt ein bisschen später angefangen, beziehungsweise ziemlich später. War auch leid, aber ja, ich musste noch telefonieren, dann noch was klären. Der Server wurde neu jetzt eingestellt, wie schon die Überschrift ist, neue Einstellungen des Servers. Die wollten jetzt da die Basis hauptsächlich fertig ist alles, haben sie jetzt die Ressourcen, dass wir mehr Ressourcen kriegen, das Dreifache statt nur noch 1.0, haben sie es 3.0 eingestellt. Finde ich zwar ein bisschen schade, aber naja. Dat mut, dat mut. So. Der Dekius habe ich auf 560 Gewicht gemacht. Deswegen habe ich keine Probleme. Deswegen habe ich auch immer Mammut dabei. Kommt alles in Mammut rein. Deswegen habe ich die ganze Zeit den Dekius auf Gewicht geskillt. Weil Damage braucht man nicht bei dem wirklich hochskillen. Das geht wirklich ziemlich gut mit dem. Immer, immer. Will doch nur spielen. Sie sagt ja schon, die haben Bock auf Bratwürstchen. Was hat ein Kerl natürlich? Ach, das kann er auch ganz schnell machen. Da nimmt er kurz mal das Lagerfeuer, was hier um die Ecke liegt. Natürlich. Okay.
Immer doch, immer doch. Ja, yep, genau die. Na super. Gute Sache. Ganz ehrlich, bei mir ist es jetzt schon einmal passiert, da war ich ein Singleplayer. Will gerade in die Höhle in im Eisgebiet rein. Fliegt mitten durch den Boden durch. Die ganzen Sachen waren nämlich nicht geladen. Die ganzen Strukturen waren nicht da. Ich bin mitten da durchgeflogen. Einfach rausgetaucht und dann wieder meinen Vogel runtergerufen und ging's weiter. Immer doch Laguna. Ach du Scheiße. Ich glaube mal 3 ist ein bisschen zu hoch gewesen. Ich allein jetzt einmal mit dem Mammut kurz mal Holz gehackt, 484 Holz gekriegt. Das ist auch richtig viel, wenn man da so viel kriegt, ne? Die Bären kann man behalten. Hab ihn auch gesagt, das hört sich scheiße an, aber er glaubt mir nicht. Habe ich auch schon gesagt. Genau das habe ich auch schon gesagt. Mensch.
Habe ich ihm auch gesagt. Habe ich ihm auch gesagt. Echt? Ist das wirklich gut? Nein, nein, das Stereo-Headset Laguna. Da gibt es ein Stereo-Headset von Microsoft. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, mir es zu holen, weil mein jetziges Gamer-Headset hat jetzt ist so ein Billig-Headset. Zwar gebe ich offen und ehrlich zu, ist von Triton. Hat schon 5 Brüche im Bügel gehabt und jetzt ist es schon einmal ganz durchgebrochen. Muss jetzt zusammenkleben, damit es noch funktioniert. Echt zum Kotzen, also. Dann weiß ich schon mal, was ich mir holen werde. Ja, den Adapter habe ich schon. Den Adapter habe ich schon. Das ist das Problem. Aber gut, wenn ich einen zweiten Adapter habe, dann auch gut. Ja, das ist dann auch gut. Hat man Ersatz. Ja, das kennt man. Das, also passiert manchmal, dass Leute es so verwenden. Also so viel, interessant. Oh. Sowas will er nicht nutzen, soweit ich mich erinnern kann. Ja, ganz genau, Laguna. Naja, wir brauchen nicht mehr so lange zu farmen. Von Steinen und so. Auch positiv. Aber lieber hätte ich es so gehabt, wie es war. So, den lassen wir hier. Ach Yeti, du kannst deine Rüstung wegwerfen, neue bauen.